inside. Look inside your tiny mind, then look a bit harder. 'Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay. Hallo ihr lieben Nosy Rosies. Hallo ihr lieben Nosy Rosies. Hier sind Mine und Jana. Jana. Da. Und Mine. Cassandra. Alles Gute nachträglich. Genau, alles Gute nachträglich. Zu deinem vierten Geburtstag auch immer. Und ja, wir hoffen, du hattest einen schönen Tag und alles lief gut. So, also zum Thema. Diese Woche, welches lautet? Verliebt und nun. Also, wir fangen mit dem Fall an, dass du dich in eine Hete verliebt hast. Durch Fragen kannst du erfahren, ob sie denn momentan einen Freund hat oder ob sie keinen Freund hat. Und du könntest auch nach längeren Gesprächen mal so vorsichtig antasten, ob sie vielleicht schon mal Erfahrung mit einem Mädchen hatte. Genau. Ja, sonst könnte man dir noch raten zu einem Fall, wenn du in eine Hete verliebt wirst. Situation checken. Sich dem, wie Laura schon sagte, sich mit dem Raumklima anfreunden. Um zu gucken, ob man, also um in Schwung zu kommen. Um mal zu gucken, ob sie auch schon mal Erfahrung mit Mädchen hatte. Ja, genau. Das einfach mal auf den Punkt gebracht. Ja, das kannst du nur einfach mal ansprechen. Dann vielleicht nicht die erste Frage, ne? Also auf jeden Fall langsam antasten. Dann würden wir dir raten, falls sie Interesse zeigt und du die Person von dem und du nicht schüchtern bist, extrovertiert. Wenn du extrovertiert bist, dann wäre für dich das Folgende richtig. Du suchst Körperkontakt und guckst, wie sie darauf reagiert. Okay, kannst du machen. Wenn du aber schüchtern bist, dann halt nicht. Dann trefft ihr euch halt noch öfter und du findest raus, ob sie an dir interessiert ist und du auch an ihr und ob das klappen könnte. Genau. Und ähnliches. Genau. Kommen wir zum nächsten Fall. Du hast dich in eine Homosexuelle verliebt, die eine Freundin hat. Das ist blöd. Ja, das ist scheiße. Ein Scheißfall. Das ist richtig scheiße. Da kann man, also, da kann man erstmal nochmal gleich vorgehen. Also du weißt, die Frage, ob sie jetzt schon mal Erfahrung mit einem Mädchen hat, ist vielleicht ein bisschen überflüssig. Aber du kannst trotzdem rantasten. Vielleicht so durch Fragen, hey, und wie läuft's so in der Beziehung? Sowas aber halt. Auf jeden Fall sollte man sich immer als Vorsatz nehmen, niemanden zu verletzen. Also egal, aus welcher Dreieckssituation man kommt oder in welche man will, man sollte immer vorsichtig sein, dass man niemanden verletzt. Und auch immer, falls es dann dazu kommen sollte, dass ihr mehr miteinander haben wollt, dann immer erst sagen, hey, mach erst mit deiner anderen Beziehung Schluss. Und dann können wir weitermachen, aber vorher. Es kann ja sein, dass die Person dich einfach nur warm halten möchte und dann, wenn sie merkt, ist nicht so, dann geht sie wieder zu ihrer alten zurück. Ja. Ohne dass die was gemerkt hat. Das wäre hart. Also haben wir natürlich noch den wunderbarsten Fall, du verliebst dich in eine homosexuelle Frau und sie sich auch in dich. Wunderbar. Und jetzt ist nur noch die Frage, wer wohl den ersten Schritt macht. Aber das kann man ja dann schauen und mal gucken. Das entwickelt sich dann halt, ne? Ja, sonst gibt es eigentlich keine Fälle mehr, oder? Ja, doch, so Verwickelte und sowas. Aber das sind die oberflächlichsten Fälle. Ja, falls ihr noch irgendwie andere Fälle habt, gehen wir gerne nochmal speziell irgendwie auf irgendwelche Nachrichten ein. Dann schreibt uns einfach und wir antworten. Genau. Und so allgemein zu allen Beziehungen zu sagen oder zu allen Verliebtheitsphasen zu sagen, ist einfach zu setzen, dass man, falls sie wirklich einen Partner hätte oder irgendwie sowas, dass man sagt, hey, nee, ist erstmal nicht. Oder falls sie noch von ihrer Ex schwärmt oder irgendwie sowas halt. Oder von ihrem Ex, dass man sagt, hey, ich würde gerne mit dir zusammen sein und ich bin auch echt in dich verliebt, ich finde dich total toll, aber ich kann nicht damit umgehen,
wenn du noch so sehr an deiner Ex, deinem Ex hängst. Damit umgehen kannst, ist natürlich auch gut. Dann ist nicht schlimm. Aber trotzdem ist es wichtig, sich Grenzen zu setzen. Genau. Ja, was kann man denn noch so sagen? Weiß ich gar nicht. Was kann man denn sagen, wenn man sich verliebt hat? Also, was man sagen kann. Kann man was sagen? Ich finde, das ist von Person zu Person. Wie gesagt, eigentlich ist man individuell. Eigentlich ist man sprachlos. Ja. Und das kommt noch hinzu. Oh, echt kompliziert, diese Liebe. Naja, auf jeden Fall gibt es halt so viele Möglichkeiten auch, ne? Wie Laura ja schon erzählt hat, glaube ich, war das. Zum Beispiel SMS, E-Mail, StudiVZ, Facebook, was es da nicht alles gibt. Wobei natürlich das direkte Anreden irgendwie schon schöner ist. Weil dann muss man ja auch nicht auf die Antwort warten. Genau, und dann... Man leidet nicht. Man leidet nicht, hat nicht irgendwas blöd ausgedrückt oder wenn doch, dann kann man das erst danach irgendwann wieder korrigieren und wenn man direkt miteinander redet, kann man sagen, ja, so ist es. Ach nee, doch nicht so, habe ich mich falsch ausgedrückt, es könnte doch, also es ist doch eher so und so. Also versteht ihr, was ich meine? Es ist einfach einfacher direkt anzusprechen. Ja. Auch wenn es, oder einfach nur, wenn man schüchtern ist, man kann ja trotzdem Blicke mal so auf die Person werfen und mal so ein bisschen signalisieren, hey, ich finde dich echt toll. Und vielleicht hat man ja Glück und die andere Person ist ein bisschen unschüchterner. Extrovertierter. Und kommt dann auf euch zu. Ja, sonst gibt es auch nichts Neues. Schreibt uns Kommentare, wir freuen uns immer sehr über Kommentare. Das letzte Mal, ach genau, es haben, glaube ich, ein paar mehr geantwortet, was ich auf dem Kopf hatte. Ah ja. Das war eine Röhre, also so eine Halsröhre. Die kann man sich, vor allem wenn man Sport macht, so rummachen. Ist nicht so groß und so klumpig wie ein Schal. Und den kann man auch über den Kopf ziehen, aber ich glaube, das machen weniger. Ich aber. Okay, mehr haben wir nicht zu sagen, oder? Mehr haben wir echt nicht zu sagen. Okay, Leute, also, macht's gut. Habt noch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche Donnerstag wieder. Wir freuen uns auf den Donnerstag. Genau. Auf Wiedersehen. Ciao, schreibt uns Kommentare, wir schreiben zurück. Schreibt uns Nachrichten, wir schreiben zurück. Schreibt uns... Irgendwas geschafft. Okay. Bis dann. Ciao. Tschüss.